Inshallah. Was steht heute auf dem Programm? Oh, das ist eine gute Frage, Bruder. Heute wird's kribbelig. Heute wird's kribbelig. Aber auch sehr interessant. Inshallah, ja. Ja, genau, das ist so auch das, was einen auszeichnet oder was uns auszeichnet, was wir auch in den letzten Videos bei Twitch, was ihr auch ihr immer wieder deutlich gemacht habt. So ist es nicht unsere Arbeit als die Sprecher oder das Team, sondern wir als Umma, als muslimische Community, wir machen das hier alle gemeinsam. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns supportet, dass ihr über unsere Inhalte, unsere Videos verbreitet, über die Inhalte spricht, sie Ja. an eure Familie weiterträgt, an Geschwister, Eltern und so weiter und so fort. Alhamdulillah, nur so wachsen wir und nur so wächst die Botschaft des Islams. Ja, hundertprozentig kann ich nur zustimmen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, lieber Bruder. Mach Da war das. ein Kommentar, der war sehr interessant. Kann ich da nochmal hochscrollen? Kriegst das hin? Unglaublich, die Technik, die begeistert. Hier, ich möchte zum Islam konvertieren. Habt ihr Tipps für mich? Meine Familie ist dagegen. Was soll ich tun? Subhanallah. Also grundsätzlich, ja, Bruder, Bismillah, Nö, komm nö, raus. nö, nö. Grundsätzlich, Alles gut. aus meinem Bekanntenkreis und aus den Jahren, und ich glaube, jeder, der irgendwo mehr oder weniger mit dem Islam sich seit längerem beschäftigt hat, mitbekommen, dass auch viele konvertierte Geschwister dazugekommen sind. Und ich kann dir nur sagen, ein Erfahrungswert, den ich mitgenommen habe, 99% aller Geschwister, die am Anfang zum Beispiel mit mir gesprochen haben, gesagt haben, hey, ich will konvertieren, aber meine Familie und die werden mich verstoßen, ich werde Probleme bekommen und so weiter und so fort. Die aber Ja. Alhamdulillah dann für Allah diesen Schritt gegangen sind und sich entschieden haben, zu konvertieren, haben gesagt, ja, es war eine Zeit lang vielleicht ein bisschen schwer, aber dann die Familie, sie hat sich daran gewöhnt. Deswegen, Subhanallah. man sollte niemals so die Angst haben, oh, was passiert, wenn? Und es ist deine Familie liebt dich. Sie denkt Richtig. vielleicht, das ist nicht gut für dich, aber du weißt, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, dass du den Weg deines Schöpfers beschreitest, den er für dich vorhergesehen hat. Und deine Familie, sie liebt dich. Sie wird sich daran gewöhnen und sie wird auch dich dann akzeptieren. Wir haben ja gesagt, dass wir im Ramadan jedes Wochenende einmal streamen. Und zu dieses Video, was am Wochenende erscheint, werden wir eine sogenannte Reaction machen. Ja, wir werden etwas tiefer darauf eingehen, etwas versuchen, aus unserer Sichtweise besser zu erläutern. Weil das einfach Dinge sind, ja, die Bedarf haben. Ihr als Community habt uns viel in dieser Thematik geschrieben, was die Beziehung zwischen Mann und Frau anbetrifft. Viele Fragen haben sich ergeben, Probleme und so weiter und so fort, was auch normal sein kann. Und wir wollen versuchen, auf diese Dinge einzugehen. Normalerweise hatten wir das so, dass wir in den letzten Jahren ja immer als Special, wenn man das so sagen darf, immer Ja. so eine Serie rausgebracht haben. Damit werden wir jetzt in Zukunft auch nicht aufhören und diesen Ramadan haben wir das dadurch ersetzt, da wir gesagt haben, okay, der Bedarf scheint da zu sein. Wir versuchen mit unserem besten Wissen und Gewissen auf diese Sachen einzugehen und diese Sachen etwas auseinanderzunehmen. Auf der einen Perspektive bringen wir das Video, was ja schon einige Informationen mit sich bringt. Und durch diesen Stream wollen wir noch etwas tiefer eingehen mit euch zusammen und versuchen auch die ein oder andere Frage mit zu beantworten und zu berücksichtigen. Richtig. Und wer heute das heutige Video schon gesehen hat, ne, der Titel lautet, beide Geschlechter sind etwas Besonderes. Was ist die Rolle von Mann und Frau im Islam? Genau über dieses Video wollen wir heute reacten. Und ja, ich sag mal, Bismillah, fangen wir an. Und ready, los geht's. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allemal, dass die Männer durch sie geboren werden. Eine Aussage von Martin Luther, einem bekannten und wichtigen Reformer des 16. Jahrhunderts. Ein Mann, der mitverantwortlich dafür war, wie sich das Bild der Frau und ihre Rolle in der Gesellschaft entwickelt hat. Damit wir die Rolle der Frau in Europa verstehen, müssen wir Folgendes wissen. Den Frauen wurden viele Rechte verwehrt. Das Recht auf Eigentum, Bildung, Arbeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Also man hört heute immer so diese ganze Debatte um den Islam herum, der Islam würde die Frau unterdrücken etc. pp. Und sie rühmen sich ja damit, dass sie der Frau Rechte gegeben hat etc. Ja. Aber wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir, dass es gar nicht so lange her ist, dass zum Beispiel die Frauen das Wahlrecht bekommen haben. Also wenn wir zum Beispiel jetzt einfach mal Europa als Beispiel nehmen, dann war es 1920 circa, als die Frau unter anderem in Deutschland das Wahlrecht bekommen hat. Vorher hatten sie kein Wahlrecht. Und noch einige Jahre vorher, 1890, 1900 herum, hatten sie nicht mal das Recht auf Besitz. Also eine Ja. Frau durfte offiziell nichts besitzen. Sie hatte keinen Besitz. Und wenn wir uns dann mal in die islamische Geschichte zurückgehen, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salam. und uns in der Sira mal in den ersten 13 Jahren bewegen, sage ich mal, dann kennen wir das Geschehnis, als der Treueeid dem Propheten geleistet wurde in Aqaba und dort viele Männer anwesend waren. Aber auch wer? Zwei Frauen.
Subhanallah. Also ein Recht, womit der Westen sich heute so rühmt und sagt, wir haben der Frau Rechte gegeben. Ihr habt der Frau das Wahlrecht beispielsweise 1920 gegeben. Der Prophet wasalam, hat es den Frauen schon im 7. Jahrhundert gegeben. Das sind heute mal über 1400 Jahre her. Richtig, das sind einfach mal... Ganz kurz Fakten auf den Tisch zu bringen. Richtig, das sind einfach mal 1400 Jahre. Das ist eigentlich genau das, was wir auch vorhin angeschnitten haben. Hier sagt er das auch, ne? Mit anderen Worten natürlich. Es sind zwei verschiedene Wesen. Die sind unterschiedlich. Auch wenn wir das gerade angesprochen haben. Hier wird es nochmal klargestellt. Das ist wichtig zu verstehen. Weder ist die Frau besser als der Mann, weder ist der Mann besser als die Frau. Diejenigen, die aus ihrer Rolle das Beste machen und das verknüpft mit Allah subhanahu wa ta'ala, sie sind, inshallah, durch Allahs Barmherzigkeit, oder sie gehören am jüngsten Tag zu den Erfolgreichen. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben. Richtig. Oder anstreben sollten. Na, aber ein schöner Punkt, den du gesagt hast, ne, in Bezug auf den Nikah-Vertrag. Es ist ein richtiger Vertrag. Und manchmal, wir denken uns so, oder der Gedanke, warum sollte Mann und Frau nicht zusammenkommen ohne Nikah-Vertrag? Wenn ich ein anderes Beispiel vielleicht geben kann. Du willst mit einem Bruder oder eine Schwester, mit einer Schwester ein Geschäft gemeinsam machen. Es wäre undenkbar, dass ihr das einfach nur macht, auf bloßen Mundversprechen. Ja, wir machen so und dann machen wir so. Richtig. Nein, wer kommt? Notar, Vertrag, unterschrieben und dann zappenduster. Ja. Also egal, wo du ein Geschäft eingewitzt oder dergleichen, du brauchst einen Vertrag. Warum? Weil der Vertrag gibt dir Rechte und Pflichten. Und auf diesen Vertrag kannst und sollst und darfst du dich beziehen oder berufen und sagen, hier wurde Vertrag so und so, Klausel so und so gebrochen. Und nichts anderes ist der Nikah-Vertrag. Er schützt den Mann und er schützt die Frau. Er gibt beide Rechten und beide Pflichten. Beide kennen ihre Rolle, beide kennen ihren Platz. Und aus diesem Vertrag geht ein Schutz für beide, die diesen Vertrag eingegangen sind, einher. Also man würde kein Geschäft ohne Vertrag eingehen. Ne? Also es ist undenkbar. Ne? Und dementsprechend, allein da man erkennt die Wichtigkeit eines Nikah-Vertrages. Vielleicht geriet ich mal direkt rein. Bitte. Da war nämlich ein interessanter Satz, wenn wir mit den Menschen sprechen, sollen wir nicht sagen, unsere Frauen, Schwestern, Mütter, was auch immer, was, tragen das Kopftuch, tragen den Hijab, weil sie es ihre Freiheit ist und eine selbstbestimmte Frau ist und sie das Recht hat, zu dem zu wählen und so weiter und so fort. Wenn wir genau das machen, in diese Argumentationsschiene reinfallen, dann bewegen wir uns eigentlich auf dem Revier ihrer Argumentation. Richtig. Ne, auf ihrem Spielfeld. Weil wir gehen in die Diskussion der Freiheiten ein und sagen, hey, es ist doch ihre freie Entscheidung, das zu machen. Aber was sollten wir viel eher sagen? Warum tragen unsere Frauen, Schwestern Hijab und so weiter und so fort? Sie tragen es nicht, weil sie freie Menschen sich dazu frei entschieden haben. Sie tragen es, weil sie Muslima sind und weil Taslim, yani Islam, Taslim bedeutet, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu unterwerfen und Allah subhanahu wa ta'ala es nun mal einfach verlangt hat. Mhm. Allahu ta'ala hat verlangt, dass die Frau sich bedeckt. Und deswegen mache ich das, weil ich meinen Herren dienen möchte. Genauso wie warum wir beten oder warum wir kein Alkohol trinken oder uns nicht in Gesellschaften aufhalten, wo Alkohol getrunken wird oder dergleichen. Wir machen das nicht, weil wir freie Menschen, selbstbestimmte Menschen sind. Wir machen das aus einem Grunde, weil Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer von mir und euch, es befohlen hat. Ja. Ich hätte es nicht besser sagen können. So, also so, das ist so, darauf kommt es an und das muss man auch klar machen. Wir dürfen nicht anfangen, es den Nichtmuslimen so schön oder recht zu machen. Definitiv, Bruder. Also wir haben etwas, worauf wir stolz sein können. Wir haben den Islam, wir haben den Koran. Das ist etwas, wir haben Ehre da durch diesen Koran gewonnen.